Guten Tag, liebe Zuschauerinnen, guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zum Auftakt des Regio-Gipfels hier aus Basel, eines Gipfeltreffens, an dem auch die Schweiz von höchster Warte aus beteiligt ist. Es ist das Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Mitterrand, Frankreich, de la Mura, Schweiz und Bundeskanzler Kohl aus der Bundesrepublik Deutschland. Und der Sinn dieses Gipfeltreffens hier in Basel ist es, die regionale Zusammenarbeit an einer Modellregion zu verstärken, zu bekräftigen und mit einer Erklärung, welche von den drei Spitzenpolitikern gemeinsam verfasst worden ist, mit dieser Erklärung zu zeigen, dass man in einem sich öffnenden Europa, dessen Grenzen weniger...
Also, das waren Auszüge aus Explosion de Fix 1986, so komponiert von Pierre Boulez. Und der große Basler Musiker Paul Sacher wird jetzt einige Erläuterungen zu diesem Werk geben. Hochansehnliche Versammlung. Der Autor dieser Musik wurde 1925 in Montbrison, Loire, geboren, studierte Musik in Paris und gilt heute als einer der bedeutendsten Denker über Musik und Erfinder von Musik. Explosion de Fix ist ein Kompositionsmodell, das verschiedentlich bearbeitet wurde. Die Version für Vibraphon und elektronische Klangumformung, die Jean-Claude Forestier spielt, ist, wie Sie schon gehört haben, 1986 in Basel uraufgeführt worden. Der Elektronikteil vom Komponisten unter Mitwirkung von Hans-Peter Haller hergestellt, stammt aus dem Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung in Freiburg. Pierre Boulez wurde 34-jährig vom Südwestfunk nach Baden-Baden berufen. Er zieht sich noch jetzt gelegentlich zum Komponieren in sein dortiges Haus zurück. Während seiner Tätigkeit am Südwestfunk leitete er auch eine Meisterklasse für Komposition an der Musikakademie der Stadt Basel und später führte er einen Kurs für Interpretation und Direktion zeitgenössischer Musik mit dem Basler Sinfonieorchester durch. Hier wurde eine ganze Generation junger Musiker herangebildet. En 1976, le président de la République, Georges Pompidou, invita Pierre Boulez de rentrer dans sa patrie. 1976 lud Präsident Mitterrand Pierre Boulez ein, in seine Heimat, seine französische Heimat zurückzukommen. Et coordination acoustique musique. Und im Institut der Recherche et Coordination Akustik eine leitende Funktion zu übernehmen. Stravinsky, œuvre de Niki de Saint-Phalle et de notre compatriote et cher ami Jean Tinguely. Und er setzte dort um ein optisches, ein visuelles Werk von Niki de Saint-Phalle und von Jean Tinguely. D'œuvre musicale contemporaine Virkan est devenu un centre de renommée mondiale. Dieses Institut für Musik unter Leitung von Pierre Boulez wurde zu einem Institut mit weltweitem Ruf. Une fondation qui soutient les musiciens étrangers à l'IRCAM. Ein Institut, das die ausländischen Musiker auch die Musikforschung und Komposition unterstützt. Afin de rencontrer Pierre Boulez et de visiter son institut. Pierre Boulez a été honoré. Pierre Boulez wurde geehrt du titre de professeur mit dem Titel eines Professors in Baden-Württemberg par l'Université de Basel und durch die Universität Basel du titre mit dem de Titel honoris causa. Eines Ehrendoktors. Je ne connais pas de musique qui soit plus apte
kenne keine Musik, die geeigneter wäre, gespielt worden zu sein an diesem heutigen Tag, als jene Musik von Pierre Boulez. Ein Franzose, der derart eng verbunden ist mit Deutschland und mit der Schweiz. Erwähnen kann man möglicherweise, dass das Stück von Pierre Boulez, das Sie ausschnittweise jetzt gehört haben, 1986 komponiert worden ist, ich habe es erwähnt, und zwar zum 80. Geburtstag von Paul Sacher, diesem großen Musiker und großen Musikförderer auch hier in Basel. Darin liegt die Bedeutung von Paul Sacher in ganz besonderer Art und Weise. Und dass das Stück hier heute aufgeführt wurde, wir können es auch in dem Sinne noch als bedeutungsvoll für die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern sehen. Pierre Boulez ist ein Franzose, ein Schweizer hat es interpretiert und technisch wurde es betreut, wurde es durchgeführt durch das Bürgermeister von Straßburg, Präsident des Elsässer Regionalrates und französischer Senator. Meine Damen und Herren, Sie hören nun den zweiten Teil von Explosante Fixe, komponiert von Herrn Pierre Boulez. Solist ist Herr Jean-Claude Forestier.
Weiterer Ausschnitt aus Explosion fixe von Pierre Boulez. Mesdames, Messieurs, le Président de la Confédération.